So, und dann freue ich mich sehr, Silke Grunwald hier bei uns zu begrüßen in der Eichenholz-Sternwarte bei der FIFCon 22. Journalistin, die auch gerade im Vorgespräch erzählt hat, dass eine Recherche live gegangen ist. Insofern der schlechteste Zeitpunkt eigentlich. Man will an die Öffentlichkeit da und darüber sprechen, aber vielleicht ist die Öffentlichkeit hier ja auch ein bisschen mit dabei. Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre und Sinologie in München und in Wien. Sie hat Lobbywatch.ch mitgegründet, auch das Reporterforum Schweiz und hat dann lange Jahre auch bei der NZZ im Data-Driven Journalist gearbeitet. Also wenn man dich als Datenjournalistin bezeichnet, wäre das wahrscheinlich zu wenig, weil es tatsächlich noch um mehr geht, auch um die Einbettung und um den Kontext. Und heute wird der Vortrag über Cyberwar und Peace gehen und ich freue mich sehr. Dankeschön. Ja, guten Morgen. Schön seid ihr da, schön sind Sie da. Mein Name ist Silke Grunwald und ich bin Reporterin. Und was ich mache, das hattest du schon ein wenig umschrieben. Ich habe angefangen eigentlich als Reporterin in einem klassischen Wirtschaftsressort bei der Neuen Zürcher Zeitung. Ich lebe seit ungefähr ja, über 10 Jahren jetzt schon in der Schweiz, habe auch mittlerweile einen Schweizer Pass, also bin Doppelbürgerin, und habe dann so das Feld der Daten entdeckt, als das so in den Journalismus vorgedrungen ist, auch hier in Kontinentaleuropa. Und wir haben dann so das Feld versucht aufzurollen, und haben ein Team gegründet, NZZ Data, das sich eben genau darum kümmert, um die Arbeit mit Daten im Kontext des Journalismus. Und daraus hat sich für mich ein ganz anderes Feld eben dann auch noch eröffnet, nämlich das der Technologie, wenn man so möchte. Also ich habe über ein ganzes Potpourri an Themen geschrieben, beispielsweise über die Vorratsdatenspeicherung. Da mögt ihr vielleicht euch noch erinnern, das hat ein Grünen-Abgeordneter in Deutschland mit Zeit Online zusammen gemacht. Wir haben das Pendant für die Schweiz gemacht mit Balthasar Glättli. 6 Monate Vorratsdatenspeicherung, angefragt, Daten bekommen, ausgewertet und auch visualisiert. Das als Beispiel. Natürlich interessieren mich Plattformen wie Facebook, Twitter. Mich interessiert natürlich auch Predictive Policing. Auch da habe ich schon mit Kolleginnen dran gearbeitet, entweder als Reporterin oder als betreuende Redaktorin. Und das habe ich dann alles mal zusammengebracht in einem Text für die NZZ am Sonntag, veröffentlicht im Juni 2022, wo das mal alles so kondensiert wurde. Unter anderem geht es da auch um ein Buch von einem niederländischen Kollegen, Huib Mulderkolk, der dann eben sagt, ja, wenn diese ganzen Datengebirge, so nennt er das in der deutschen Übersetzung, wenn das in die Hände beispielsweise des Sicherheitsapparats, spezifischer der Nachrichtendienste fällt, dann gefährdet das die Demokratie. Verwundbare Gruppen wie etwa Minderheiten und politische Demonstranten gehören häufig zu den ersten Opfern. Und mein Resümee war dann eben, das ist die Gewaltform der Gegenwart, die zu eskalieren droht. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und mit euch hoffentlich auch im Anschluss drüber, ja, diskutieren, debattieren, wie ich zu der, zu dem Resümee, zu dem Ergebnis komme. Aber ich fange an mit der Recherche, die jetzt gerade rausgeschoben wird von RBB und NDR, ein Podcast, die angefangen hat mit der Idee, was macht denn eigentlich Anonymous? Das war so im Sommer 2021. Die Kollegen Keschrau Beros und Patrick Stegemann sind dann auf mich zugekommen und haben mir von dieser Idee erzählt, die entstanden ist im Kontext des Podcasts Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, weil Anonymous sich bei Ken Jebsen gemeldet hat und aktiv geworden ist. Und deswegen dann eben diese Idee stand, was machen die denn jetzt eigentlich? Weil wir erinnern uns alle, also die Kollegen sind ja ein ganzes Stück jünger als ich, aber dennoch erinnern sie sich zum Beispiel an den Sony-Hack. Ich erinnere mich an die Demonstrationen Occupy Wall Street, We are the 99%. Ich erinnere mich an Rick Astley, Never Gonna Give It Up, was ja eine so der, wenn man so möchte, der Hymnen auch wurde in dieser Bewegung. Wenn man das so nennt, oder Kollektiv, Gruppe, Organisation, je nachdem, wie man das labeln möchte und auch meint, es zu müssen.
Und ich bin dann an Bord gegangen als freie Reporterin. Und was macht man dann als freie Reporterin oder was ich mache als freie Reporterin? Ich mache natürlich das Internet auf, wenn man das so profan sagen darf. Und bin auf YouTube gegangen und habe Anonymous eingegeben und bin auf ganz furchtbare Pressesegmente gestoßen von Fox News, die so die ersten, so die erste Presseberichterstattung, Medienberichterstattung von Anonymous anno dazumal. Also wir erinnern uns an Scientology, Sony und so weiter, gezeigt haben. Aber wir haben uns natürlich auch ernsthaft damit auseinandergesetzt und natürlich das Standardwerk gelesen von Gabriella Coleman, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy, The Many Faces of Anonymous. Und natürlich auch mit ihr gesprochen, sie interviewt. Sie kommt auch in dem Podcast natürlich zu Wort, weil eben ohne Biella, das ist ihre Abkürzung, ohne Biella kann man dieses Thema, meine ich, nicht bearbeiten. Und eben das Ergebnis, ich habe es schon gesagt, ist eben Legion, so nennt sich der Podcast. 6 Teile, die ersten 2 Teile jetzt schon publiziert, danach ab jedem Sonntag. Und warum das mit der Gewaltform der Gegenwart zusammenhängt, ist sehr, sehr einfach. Als wir angefangen haben, eben im vergangenen Jahr, Verträge natürlich unterzeichnet haben, im Januar mal angefangen haben, eben genau das Buch zu lesen, zu YouTuben, passierte der 24. Februar und kurz darauf ein Tweet von einem Twitter-Account abgesetzt mit Anonymous im Namen, wo Anonymous sagt, wir erklären Wladimir Putin den Krieg. Und das hat natürlich für uns alles verändert in diesem Podcast. Ne? Auf einmal war die Idee geboren, jetzt haben wir einen Cyberkrieg, jetzt haben wir einen full-blown Cyberwar. Das war Anfang Februar. Das war Ende Februar, Anfang März. Und das hat natürlich dann für uns auch bedeutet, okay, wir machen jetzt keine historische Aufarbeitung und reden mit ehemaligen und vielleicht noch aktuellen Annans über das, was vielleicht im arabischen Frühling in Tunesien und Ägypten passiert ist, das auch, das müssen wir auch, aber wir müssen auch auf die aktuelle Entwicklung schauen. Eben, da gehören dazu eben, wenn wir dann auf den Krieg blicken, wissen wir, da passiert Spionage, da passiert Sabotage, Subversion, Propaganda, Desinformation, Active Measures, wie wir es aus sowjetischen Zeiten kennen, oder das Pendant dann Covered Operations. Und eben jetzt stand auf einmal so Ende Februar, Anfang März dieser Begriff Cyberwar im Raum, den wir natürlich dann auch klar bei uns auch wenn Anonymous sich dort zu Wort gemeldet hat, dort aktiv werden könnte und wir auch erste Ansätze sehen zu einer Op Russia, wie sie es genannt haben, dann müssen wir das begleiten und eben nicht nur singulär auf einen Akteur, sondern eben dieses ganze Feld aufrollen. Und das haben wir natürlich auch getan. Was ist passiert? Wir haben uns natürlich angeschaut, das KZ Network Cyber Attack von Viasat, was auf einmal ja auch bei uns angekommen ist, was dort passiert ist, nämlich dass Windräder auf einmal nicht mehr funktioniert haben, dass THW gewarnt hat, technische Anlagen zu benutzen, also das technische Hilfswerk hier in Deutschland. Das haben wir uns natürlich auch alles angeschaut, nehmen wir auch alles mit. Das war so zum Hintergrund, was wir auch gemerkt haben, was uns natürlich auch interessiert, wer ist das denn? Wer macht das denn? Weil das sind ja die Personen wiederum, die uns Auskunft geben. Sowas passiert ja nicht im leeren Luftraum und durch eine Maschine, sondern durch einen Mensch oder durch eine Gruppe von Menschen. Und wir haben natürlich gelernt, Attribution ist eh schon schwierig. Attribution in einem Krieg, wenn wir denn jetzt den 24. Februar als Stichtag nehmen und nicht 2014 die Krim-Besetzung, dann ist das einfach scheiße schwierig oder fucking hard, wie es ein Kollege genannt hat. Und das dann zu beschreiben, also wenn sich da Expertinnen schwer tun, sei das, sie kommen aus der Forschung, sei das, sie sitzen bei einem Think Tank, sie sitzen bei einem Unternehmen, bei einem Cyber Intelligence Unternehmen, wenn das für die schon schwierig ist, dann ist das für uns Journalistinnen, die darüber schreiben, weil ein Podcast ist ja auch nichts anderes als erstmal wird geschrieben, dann wird vertont, dann ist das genauso scheiße schwierig. Jetzt haben wir Kinder. Das darfst du dir nicht merken, ne? Dass ich das gesagt habe. Und was wir auch gemerkt haben, so sehr sich da Expertinnen auf eine Seite stellen, das ist so ein bisschen wie 10 Anwälte Fragen und 100 Meinungen bekommen, es ist halt nie 0 und 1. Es ist nie schwarz-weiß, sondern wahrscheinlich irgendwie eine Abstufung von 50 Farben grau. Das
Deswegen möchte ich, weil ich dachte, das passt so gut, wir gehen heute live, möchte ich da so ein bisschen zeigen, wie wir arbeiten, wie wir als Reporterteam dazu gekommen sind, zu dem Ergebnis. Und das ist nur eine Momentaufnahme, Stand der aktuellen Publikation. Das allererste Mal, ich bin keine Kriegsreporterin. Ich habe angefangen in der Wirtschaft. Da macht man sowas wie Bankenberichterstattung. In Zürich bietet es sich ja auch an. Ne, mit dem Paradeplatz UBS, CS und so weiter. Weitergegangen Richtung Daten. Da macht viel mit Statistik gearbeitet. Wir sind in den investigativen Bereich gegangen, aber eben Krieg war sehr, sehr weit weg. Also das Erste, was wir versuchen mussten, ist erstmal so für uns wie eine Landkarte zu entwerfen. Was gibt es denn da für Akteurinnen, auf die wir schauen müssen, die wir beobachten müssen und im besten Fall, die uns auch Auskunft geben? Und da gibt es so einen Ansatz, der gerade im Investigativbereich, im angloamerikanischen Raum, eben einmal als People Trail bezeichnet wird und einmal als Paper Trail. Also ich schaue darauf, was mir Menschen sagen können, aber ich versuche auch Dokumente zu finden. Und Dokumente, das ist so ein Pauschalbegriff, das können Kurznachrichten sein. Das können Codeschnipsel sein, die auf GitHub publiziert worden sind. Das ist natürlich offizielle Dokumentation, wie sie Behörden anfertigen, E-Mails und so weiter. Aber das sind so die beiden Wege, die ich versuche zu begehen, um im besten Falle auf einen Missstand aufmerksam zu machen, auf Korruption, auf Machtmissbrauch, wenn man so möchte, oder jetzt in dem Fall zu verstehen, wer beteiligt sich denn in welcher Form hier an diesem neuen Krieg, der er damals noch war. Und eben, dann interessieren mich Personen formen Organisationen. In Organisationen werden im Regelfall durch Prozesse gelenkt. Da gibt es dann auch vielleicht oftmals eben bei Organisationen schöne PowerPoints mit Organigrammen, die könnten interessant sein. Prozessabläufe werden eben auch gerne so dargestellt. Auch Mechanismen, Systeme werden beschrieben. Ja? Und so versuche ich in den Maschinenraum dessen vorzudringen. Und dann war es Woche 6 im Krieg und es war klar, das eine ist, was wir am Schreibtisch machen. Ja? Also mit wem wir da reden können, wen wir anrufen können. Wir haben alle Zoom gelernt oder eine andere Plattform genutzt im Verlauf der Pandemie, der vielen Jahre der Pandemie. Aber es bleibt nicht aus, dann eben auch hinzufahren. Und so bin ich dann von Berlin aus erstmal nach Polen und von Polen aus dann in die Ukraine. In einer Woche, wo es Gott sei Dank, natürlich auch mit Vorbereitung, zumindest im Westen der Ukraine relativ ruhig war. Es war ein Luftalarm, den ich miterlebt habe. Die Situation heute oder gerade in der letzten Woche ist eine ganz, ganz andere. Und da ist natürlich die Frage, wer spricht da mit mir, ne? Und wer spricht auch nicht? Das kann ganz, ganz viel verraten. Interviews müssen geführt werden. Das brauchen wir natürlich auch für den Podcast insbesondere, weil wir natürlich Töne brauchen. Wir wollen ja, dass Menschen dort sprechen, dass Menschen dort zu hören sind. Und da gehe ich mit so einer ganzen Liste, die ich zusammengestellt habe nach Caroline Ehmke, für mich als Reporterin eben rein. Also wer spricht denn und wer schweigt? Was ist denn, wenn Worte fehlen? Wie sehr kann ich denn auch vielleicht als Reporterin weiterhelfen? Wie sehr darf ich das denn überhaupt machen? Ja, Worte suchen für eine Person, der gerade in einer Kriegssituation, die traumatisierend wirken kann, wie sehr darf ich der denn überhaupt weiterhelfen? Wer zeigt sich auch? Also wer ist bereit, mit mir ins Gespräch zu gehen und wer versteckt sich? Oder mauert und blockiert. Das kann mir unter Umständen ganz, ganz viel sagen. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig für mich, ich, die als Reporterin nicht dabei ist, im Zweifelsfalle brauche ich Personen, die Erlebnisse mit mir teilen. Und die muss ich dann im Zweifelsfall auch wieder verifizieren. Und diese Verifikation eben, die funktioniert dann über Dokumente. Das kann eine E-Mail sein, das kann eine Kurznachricht sein, das kann die Konversation in einem gesamten Telegram-Channel sein, die das belegen, was mir eine Person dann eben erzählt hat. Also das ist so der Hintergrund. Mit dem Wissen gehe ich im Gepäck an die Interviews. Und dann ist natürlich auch die Frage, so, was können mir denn Personen auch erzählen? Was dürfen mir denn Personen erzählen? Manche sind an eine Schweigepflicht gebunden, weil sie in einem Bereich arbeiten, der classified gilt. Manche sitzen in einem Unternehmen und haben ein NDA und ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben, also sind auch wieder dazu verpflichtet zu schweigen. Und dann gibt es für mich eben
das ist nach der Nachrichtenagentur AP, das gebe ich auch an Quellen heraus, wo ich weiß, dass das schwierig werden kann, gibt es verschiedene Abstufungen, wie so ein Gespräch geführt werden kann. Also einmal natürlich on the record, das ist, die Person stellt sich hin mit vollem Namen, ich kann die Funktion, die diese Person innehat, kann ich offenlegen und ich kann die Zitate, die ich nutze, das aus dem Gespräch, kann ich voll attribuieren. Und dann gibt es das krasse Gegenteil, off the record, das heißt, schön, dass wir reden, aber ich kann damit natürlich erstmal nichts anfangen, was die Publikation angeht. Das hilft mir aber im Zweifel, hilft mir so ein Gespräch trotzdem weiter, um zu verstehen, was passiert denn gerade. Und auch gerade in einer Situation wie einer Krise oder einem Krieg, kann das natürlich hilfreich sein, um eben die Mechanismen, die Systematik dahinter zu verstehen, was passiert denn jetzt da gerade. Und dann gibt es noch zwei Abstufungen, Background und Deep Background. Was ich mache eben, das ist eine Vorgabe, die die Nachrichtenagentur AP ihren Reporterinnen macht. Ich nehme das und zeige das meinen Interviewpartnerinnen und gemeinsam wird dann besprochen, wie gehen wir denn mit dem Gesagten um. Und mit wem spreche ich da? Natürlich mit Cyber Threat Intelligence. Leuten. Ne? Das sind gerne mal US-amerikanische Unternehmen, FireEye und Mandiant. Mandiant wurde jetzt gekauft von Google. Da ist CrowdStrike dabei. Das sind Personen, die in einem privatwirtschaftlich geführten Unternehmen sitzen und sich genau anschauen, was passiert denn jetzt in der digitalen Domäne? Wer macht denn was? Gerne welcher Staat greift welchen anderen Staat an? Und das ist was, da werden dann auch gerne Reports veröffentlicht. Und das sind natürlich Werbebroschüren, wenn man so möchte. Also da hat ein Cyber Threat Analyst hat da irgendwas herausgefunden und das wird dann in guten Worten nochmal publiziert, um auch zu zeigen, guck mal, wir können was. Und die publizieren gerne über China, Iran, Nordkorea, Russland und natürlich Stuxnet. Das als einzige Ausnahme, wenn man so möchte, als der große eine Fall, der schon mal aufgeklärt wurde. Auf jeden Fall, weil wir wissen, dass solche Unternehmen sich auch um Russland kümmern und da auch drauf schauen, wer macht da was aus Russland heraus, auch gegen die, natürlich auch gegen die Ukraine, sind das Personen, mit denen ich reden muss. Aber take it with a grain of salt, am Ende ist das auch eine Verkaufsveranstaltung unter Umständen. Dann sind natürlich Unternehmen wichtig, die sich da engagieren und da haben sich jetzt im Verlauf der letzten Monate Microsoft engagiert, Palantir, Clearview Cloudflare, Starlink, Amazon, GitHub, Google, das ist eine Auswahl an auch wieder privatwirtschaftlich geführten Unternehmen, die aber ein Produkt oder einen Service anbieten und den zugänglich gemacht haben im Krieg in der Ukraine. Und gerade Microsoft hat da keinen Hehl draus gemacht, schon im Sommer auch einen Report herausgegeben, wo sie ganz klar sagen, auf welcher Seite sie stehen. Starlink ist, meine ich, genug durch die Presse genudelt worden, was da läuft. Aber auch natürlich Unternehmen, die vielleicht ein wenig verschlossener sind, weil leiser sind, wie Palantir oder Clearview. Palantir auch ein Unternehmen, das durchaus auch, meine ich, im Bereich Predictive Policing in Deutschland eine Software im Angebot hatte. Also die schauen wir uns auch an, mit denen spreche ich natürlich auch, mit denen müssen wir Reporterinnen natürlich auch reden. Nachrichtendienste oder Vertreterinnen von Nachrichtendiensten, Militär gehört genauso dazu, von allen Seiten. Wenn ich sage Militär, dann gehört natürlich auch der Vertreter, und meistens sind es ja Männer in der Domäne, dann gehört natürlich auch die NATO dazu. Und gerade wenn ich auf diesen Sicherheitsapparat gucke, dann sind wir ganz oft an die verschlossene Tür gestoßen mit dem Hinweis, it's classified. It's classified, it's classified, it's classified. Aber dennoch, wir haben es versucht und wir versuchen es auch weiterhin. Eine Gruppe, die hat uns natürlich besonders interessiert, weil wir Anonymous als das Gefüge, was es denn auch immer dann ist, dieser Gruppierung zurechnen. Und gerade so von Februar bis heute zählen wir ungefähr 70 Gruppierungen, Kollektive, Organisationen, Zusammenschlüsse. Eben, ich tue mich sehr schwer, das zu benennen, zu kategorisieren, weil wir so wenig wissen. Aber wir zählen ungefähr 70, sowohl auf der pro-russischen als auch auf der pro-ukrainischen Seite, wenn wir das betrachten, jetzt mit Fokus auf den Ukraine, auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch da, ich versuche das zu vermeiden, dass es der Krieg in der Ukraine ist, um da auch wiederum, da können wir eine klare Attribuierung vornehmen. Die haben uns interessiert.
Und eben, der Punkt war, ganz schnell mit Biella Kontakt aufzunehmen und erstmal zu lernen, was haben die denn teilweise für eine Historie, was wissen wir denn zumindest über die Namen, die da draußen stehen. Aber es gibt auch neuere Gruppierungen, zum Beispiel die Cyber Partisans Belarus. Und das war eine Gruppe, die uns von vornherein sehr interessiert hat, weil, und das hat auch wieder mit Gabriella Coleman zu tun, mit dem Entstehen dieser Gruppierung im Herbst, ich meine September 2020, ist Biella natürlich rübergeschwenkt als Forscherin und hat sich das auch angeschaut und kam zu dem Schluss im Herbst, also gerade so nach dem ersten Auftauchen dieser Gruppierung, die sind wahnsinnig gut organisiert, die sind sehr, sehr effizient. Und das haben wir uns dann zum Anlass genommen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Das funktioniert ganz gut, weil, und das ist sehr clever von dieser Gruppierung oder von den Cyber Partisans, weil die eine Sprecherin sich gesucht haben, also ein Public Face, ein öffentliches Gesicht, Juliana heißt sie, die für Interviews bereitsteht. Und sie habe ich vor meiner Reise in die Ukraine dann in Warschau getroffen und konnte sie interviewen. Wir haben das Gleiche dann nochmal wieder, wir haben uns dann nochmal getroffen in Zürich, wo sie zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen war und haben letzte Woche nochmal ein Gespräch geführt. Das ist auch was. Also wir reden nicht nur einmal im Zweifel mit einer Person, sondern versuchen auch über einen gewissen Zeitraum, der dann eben geht bis Ultime, bis zur Publikation, diese Person zu begleiten. Und bei Juliana war es sehr auffällig, was wir da beobachten konnten. Sie hat anfänglich immer eine große Unterscheidung getroffen, eben zwischen, da bin ich, die Sprecherin, die vertritt, was die Cyber Partisans Belarus machen oder auch nicht machen. Und da ist diese Gruppierung von, das war im ersten Gespräch, sagte sie mir, so ungefähr 30 Personen. Mittlerweile, ein halbes Jahr später, redet sie von 70. Und sie redet auch nicht mehr von, da bin ich und da sind die, meine Kolleginnen, sondern sie redet von einem Wir. Also man merkt auch, da ist etwas passiert, hat eine Entwicklung stattgefunden. Da macht sie auch gar keinen Hehl draus. Ne? Sie weiß das auch, sagt das auch und hat uns mitgenommen. Und neben diesem KZ-Viasat-Hack gab es einen größeren Vorkommnis in der digitalen Domäne, was jetzt den Krieg angeht, Russlands Krieg gegen die Ukraine, und der hat mit ihnen zu tun. Was sie nämlich gemacht haben, die Cyber Partisans, sie haben Zugang gefunden zum Zugnetz der belarussischen Eisenbahn. Dazu muss man sagen, das läuft auf Windows XP. Das wurde mir auch so als Folgendes vorgetragen, Silke, das ist nicht so schwierig, das könntest du auch. Da wäre ich jetzt vorsichtig, aber ja, das ist so ein Beweismittel, um natürlich anzuführen, so, man muss jetzt nicht technologisch oder technisch wahnsinnig affin sein. Wir haben das auch geschafft. Und wir haben es geschafft, weil es auf einem ganz, ganz, ganz alten, maroden, morschen System funktioniert. Sie haben so Zugang gefunden, und was sie damit erreicht haben, als sie dann Zugang hatten, sie konnten das Schienennetz, die Steuerung zum Schienennetz in der Art und Weise stören, dass der Zugverkehr, gerade der Cargo-Transport von Kriegsmaterial der russischen Armee hin zur ukrainischen Grenze über belarussisches Gebiet, gestört wurde, mit dem Effekt, dass es zumindest langsamer voranging. Das war die eine Sache. Und die andere Sache, das zweite größere Ereignis, an dem sie auch beteiligt waren, sie haben Zugang gefunden zum Innenministerium in Belarus und konnten wie wild Daten einsammeln, unter anderem Daten mit allen Informationen zu Pässen der belarussischen Bevölkerung. Also Lukaschenkos Pass, genauso wie das von Julianas Mutter, ne? Wie der Pass oder Ausweis von Julianas Mutter in Belarus. Und was sie damit mittlerweile machen, das sagt uns Juliana auch on the record, deswegen darf ich das auch wiederholen, ist, sie bieten das mittlerweile ukrainischen Behörden an, wenn es darum geht, dass belarussische Männer sich freiwillig melden, um an ukrainischer Seite zu kämpfen im Krieg. Sie bieten an, dass dann abgeprüft wird, gibt es diese Person überhaupt, die sich da bei euch so vorgestellt hat. Wir haben Zugriff auf diese Datenbank, wir schauen rein, wir schauen nach, ob es dieses Ausweis, diesen Pass, dieses Dokument zur Identifizierung, zur Identifikation, ob es das gibt. Eben, das alles, was ich hier erzähle, das sind Dinge, die wir über zweite, dritte, vierte Personen
abklären konnten, wo es Belege gibt im öffentlichen Raum, die uns aber auch zum Teil durch Juliana dann zur Verfügung gestellt worden sind, die wir verifizieren konnten. Ganz viel bleibt aber intransparent. Was jetzt Juliana uns erzählt hat, was uns aber auch aktuelle und alte Ends erzählt haben beispielsweise. Ebenso verschlossene Austern, wie es der Sicherheitsapparat ist, so erleben wir das in Teilen auch bei Hacktivistinnen, die sich engagieren. Ja, deswegen, da wird viel gesagt. Mit Juliana haben wir auch eine Person, aber all das, was sie sagt, das können wir erst benutzen, verwerten, wenn wir sicher davon ausgehen können, das hat auch in der Form stattgefunden, wenn wir es verifizieren können. Im besten Falle mit anderen Quellen, die mit uns sprechen, mit weiteren Dokumenten, die das belegen. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir es für eine Publikation nicht verwenden. Und es gibt vielleicht davon eine Ausnahme, auch da ist es nicht immer 0 und 1 und schwarz und weiß. Wir können Informationen unter Umständen mit Absprache natürlich der Redaktion, der verantwortlichen Dokumentation, jetzt in dem Fall von NDR und RBB, verwenden, wenn wir ganz klar sagen, wir haben es nur aus einer Quelle. Es ist nur, und dann müssen wir auch die Quelle im besten Fall benennen. Also es sagt, die Sprecherin der Cyber Partisans Belarus sagt uns, was dort passiert ist. Oder eben eine andere Person. Deswegen, ja. I'd invite you in, but my life's a mess. Das als Cartoon dazu. Wir haben mit Forscherinnen gesprochen, mit Thinktanks und dann, was ich Felix und Regula nenne, das ist so das Pendant zu Max Mustermann in Deutschland. Also bei uns in der Schweiz sprechen wir dann gerne von Felix und Regula. Nämlich mit den Personen oder mit Personen, die wir erstmal als Einzelne, als Individuen identifiziert haben, die, ja, stell dir vor, es ist Krieg und jeder geht hin, sich engagiert haben ab Tag 1, also ab, wenn wir den 24. Februar 2022 als den Stichtag zum Krieg nennen wollten. Die haben uns interessiert. Wer ist Teil dieser sogenannten IT Army of Ukraine? Wer engagiert sich bei Stand for Ukraine? Wer steckt hinter diesen DDoS-Attacken, Website-Defacements und so weiter? Auch da wieder, das sind Menschen. Oder es ist ein Mensch mindestens, oder in dem Fall eben so Gruppierungen, die sogar gewachsen sind. Und die haben wir versucht zu finden und wir haben sie gefunden. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus meinem Rechercheprotokoll von Februar und März 2022. Und wir haben sie nämlich nicht nur gefunden in der Ukraine, sondern eben auch in Europa. Und es beginnt damit eben, wir nennen ihn Robert. Das ist eine Person, die wir identifizieren können, der auch zu hören sein wird, aber im Podcast heißt er Robert, der etwas gemacht hat. Und am Anfang war es uns nicht klar, was er denn gemacht hat. Wir wussten, es geht um Lebensmittel, die in irgendeiner Form gekühlt werden müssen, wo er das Kühlungssystem gestört hat und das Ganze auf russischem Boden wohl passiert. Und uns war nicht klar, was ist es? Ist es denn jetzt Fisch? Und wenn ja, was für einer? Ist es Hummer, Kaviar? Das sind so Fragen, die man sich stellt. Und was ist er denn dann? Jetzt im Kontext eines Krieges, ist er ein Kombattant oder ein Nicht-Kombattant? Ich bin keine Militärhistorikerin. Ich habe auch nie über irgendeine Armee oder Bundesheer in Österreich und in Deutschland oder der Schweiz berichtet. Das waren für mich auch ganz neue Begriffe. Wer bist du denn? Jetzt in der Terminologie der Militärs. Und da haben wir dann erstmal eben nachlesen müssen, natürlich bei den Genfer Konventionen, die sind mir wiederum ein Begriff, weil das Ganze ja nicht so weit weg davon passiert. Wir haben natürlich auch im NATO-Vertrag nachgeschaut. Ne? Was bedeutet das denn, wenn eine Partei angegriffen wird? Was steht denn dazu im Nordatlantik-Vertrag von 1949? Und dann gab es einen dänischen Staatsanwalt, der sich relativ Anfang on the record hat zitieren lassen, wenn jemand auf dänischem Boden beispielsweise eine DDoS-Attacke lanciert, dann werden sie das nicht verfolgen. Ja, also auch so das Thema der Strafbarkeit. Also wer ist zuständig? Wo steht Robert im Kontext dieser Landkarte, die wir uns da versuchen aufzuzeichnen? Wie sieht das denn die Strafverfolgung? Wer kann denn da überhaupt eingreifen? Und gibt es irgendwie sowas wie eine Sanktionierung? Also einmal gegen diese einzelne Person, aber auch im Großen und Ganzen. Und da haben wir zum Beispiel dann auch herausgefunden, dass die EU das letzte Mal Sanktionen, wenn es um einen Vorfall in der digitalen Domäne geht, ich meine im Oktober 2020 erlassen hat. Da ging es um den Bundestagshack.
Also ist schon eine ganze Zeit lang her. Es hatte jetzt gerade 2-jähriges Jubiläum. Also das auch so um zu sehen, so, da, so fangen wir an, ne? So richtig an, also wirklich wie Dummies, die sich das erarbeiten müssen. Wir haben uns das nicht ausgesucht, aber es war klar, wir müssen es machen. Und dann eben das Pendant dazu auf ukrainischer Seite, und das ist also in meinem Notizbuch, wenn ich auf Reisen gehe, auf Recherchereise gehe, dann versuche ich immer so den, zumindest am Abend, wenn es denn möglich ist, kein Luftalarm, keine weiteren Interviews und ich Zeit habe, dann beginne ich bereits zu schreiben. Ja, also auch gerade für meinen zuständigen Redakteur Patrick Stegemann, damit der überhaupt weiß, was ich da mache. Ja, und auch für meine Producer in DVR Serafin, die mich da begleitet haben. Und ich habe zum einen Roman getroffen. Roman ist eine Person, die wir gefunden haben aufgrund von anderer Presseberichterstattung, nämlich auch wieder durch die Nachrichtenagentur AP. Wir haben ihn ausfindig gemacht und er war bereit, mich zu treffen. Aber weil er ein junger Mann ist, Mitte 30, und wir schon 6 Wochen in diesem Krieg waren, war klar, er kann nicht über die Grenze. Und so haben wir uns verabredet. Er ist mir entgegengekommen aus Kiew und ich bin ihm entgegengefahren aus Polen. Und er hat angegeben, dass er die Webseite der russischen Nachrichtenagentur TASS gedefaced hat. Mit einem Bild, wo auch das Logo von Anonymous vorkam. Und so war klar, wir müssen ihn finden, wir wollen mit ihm reden, wir hoffen, dass er mit uns redet. Und es hat auch funktioniert. Ein Gespräch ist zu wenig. Eben, ich brauche Personen, die das abstützen, die mir mehr erzählen können, die das unter anderem auch bestätigen können, was zum Beispiel Roman mir erzählt. Und so habe ich dann Olena und ihren Mann getroffen, beide Programmiererinnen, die aus dem Osten geflüchtet sind, mittlerweile auch das Land verlassen haben. Und gerade sowohl im Gespräch mit Roman als auch mit Olena und ihrem Mann Pavel ging es am Anfang natürlich darum, ey, was macht ihr da und wie funktioniert das und was für Auswirkungen hat das? Also diesen ganzen technischen Bereich, und das waren damals und sind auch heute noch diese digitalen Schlamütze, eben wie DDoS-Attacken und Website-Defacements vor allem. In allen Gesprächen, gerade mit den beiden, aber auch mit weiteren Personen, mit denen wir gesprochen haben, drehte es sich immer sehr, sehr schnell weg davon. Nämlich dahin zu, was sie erleben, wie sie diesen Krieg wahrnehmen, wie sie mit den Bildern umgehen, wie sie aber auch damit umgehen, was sie unter Umständen selbst erlebt haben. Und gerade bei Olena und bei ihrem Mann Pavel war es sehr auffällig, weil sie eben mit Ende Februar ihre Sachen gepackt haben, sich ins Auto gesetzt haben und Richtung Westen gefahren sind. Für die war gar nicht so wichtig, mir jetzt die Fragen zu beantworten. Für sie war wichtig, mir davon zu berichten, was sie erlebt haben und was sie immer noch erleben, weil sie Bilder sehen. Das war in der Zeit, wo die ersten Massengräber in Buschta beispielsweise entdeckt worden sind, und davon gab es Berichterstattungen, und zwar sofort. Ja, Bilder, Videoaufnahmen, Texte dazu, und das haben sie eben gesehen. Und um das auch wieder zu belegen, so, das ist wirklich wahr, das passiert auch, hat Olena mir immer wieder Fotos gezeigt. Also all das, was sie gesagt hat, das hat sie wie mit einer Fußnote versehen. Auch das, weil sie genau wusste, alleine ihre Berichterstattung, das wird schwierig für mich, die zu verwenden. Ich brauche einen Beleg dafür. Aber eben, es kippte komplett von der einen, also von dem, was wir davor hatten, hin zu, ich spreche mit einer Person, die Krieg eben erlebt. Ihr Mann, sehr, 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 sehr ruhig, ist irgendwann mal aufgestanden und ist aus dem Café rausgegangen, in dem wir uns getroffen hatten. Ich habe sie dann gefragt, was macht er denn? Wo ist er denn? Und dann meinte sie eben, ja, seit dem 24. Februar raucht er wieder. Er sitzt draußen rauchen. Alle habe ich auch gefragt, sowohl Juliana als auch Roman, Olena, Pavel und all die anderen, die wir in Teilen auch nicht einfach nicht nennen können, aber auch nicht nennen wollen, um sie zu schützen vor einer möglichen Repression, die wir jetzt noch gar nicht absehen können, haben wir gefragt, sowohl im Februar als auch bis jetzt heute, seid ihr Teil des Krieges? Seht ihr euch als Teil dieses Krieges? Und alle antworteten mit ja. Und deswegen komme ich wieder zu dem Schluss. Ich glaube, ja, das ist die Gewaltform der Gegenwart, die zumindest zu eskalieren droht, wenn sie schon nicht längst eskaliert ist, wenn private Personen sich schon als Teil eines Krieges sehen müssen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Auch hier haben wir noch Zeit für Fragen und Rückfragen. 10 Minuten, wunderbar. Dann vielleicht aus dem Chat die erste Frage, aus dem, weil du ja angefangen hast mit Cyberwar und Peace, diese strikte Unterscheidung, also sozusagen, dass es eigentlich nicht digital war. War das auch sozusagen, wie du reingegangen bist? Also es ist erst was, ich guck mal an, das ist was Digitales und das ist vielleicht auch distanzierter und auch diese Gespräche geführt, das ist irgendwie was, das findet nur im Digitalen statt. Wir sprechen über Trolle, Desinformation und plötzlich wurde es so real mit Nachschub, Lebensmittel, Transporte, die gestört werden. Hast du da vorher schon mitgerechnet oder ist das erst im Laufe der Recherche so gekommen? Nee, also wir haben damit gerechnet. So als allumspannende Domäne, wenn man so möchte. Damit haben wir gerechnet, auch weil wir da ja schon informiert haben, was die Cyberpartisans gemacht haben. Also wir wussten, also als ich Juliana in Warschau getroffen habe, waren ich nenne es den Komplex Innenministerium und der Komplex Belarussische Eisenbahn, das war bekannt. Und so war uns auch klar, okay, da gibt es eine Verbindung und wir können das und wollen das auch gar nicht singulär betrachten. Was ich aber eben schon unterschätzt habe in der Tat, ist, dass es wirklich in jedem Interview so kippte von sehr gut und schön, dass du das wissen möchtest, was wir da so machen, aber das eben so gar nicht das war, worüber Personen dann reden möchten. In Teilen, und das habe ich die Person dann auch gefragt, weil ich darf ja erstmal viel fragen, Gott sei Dank, zum Teil, weil sie wirklich ins Gespräch so reingegangen sind mit einem Punkt, den sie machen möchten. Also bei Olena ist das klar, sie wollte diesen Punkt machen, sie wollte mir das mitgeben, das hat sie auch gesagt. Bei Roman war es ein wenig anders. Mit dem saß ich aber auch länger zusammen, das waren ungefähr 3 Stunden, die wir unterwegs waren zusammen und auch dann zusammen saßen und auch in Ruhe gegessen haben und getrunken haben, der dann danach meinte so, hey, das wollte ich dir eigentlich gar nicht alles erzählen. Und das ist natürlich dann auch was, und dann geht es natürlich darum, was wolltest du mir denn nicht erzählen? Also dann sind wir wieder dabei so, okay, der hat mir jetzt ganz viel erzählt. Er sagt, er wollte mir nicht alles erzählen, ich habe aber alles auf Band. Also er hat auch nie gebeten darum, dass ich das Band ausschalte. Also das Band, das Aufnahmegerät, was digital ist, aber ich bin so alt, dass ich davon Band noch rede. Aber das ist natürlich dann, weil wir so lange an diesem Podcast jetzt arbeiten, gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass er auch was zurücknimmt, oder? Dass wir Dinge rausnehmen, dass wir Dinge nicht mitteilen. Aber ich natürlich im Gegenzug frage, so, was möchtest du denn nicht? Und warum möchtest du es nicht? Und so geht das Gespräch natürlich weiter und weiter und weiter. Aber dass das jetzt nicht was, also dass das nicht was Singuläres ist, wie jetzt wie als Artillerie auf dem Schlachtfeld, das war uns, trotzdem, dass wir keine Expertinnen sind, aber in der Vorbereitung wurde uns das dann spätestens sehr klar, dass es das nicht ist. Ja, hallo, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, aber was mich interessieren würde ist, gibt es da eine Organisation, also Anonymous, das wirkt ja immer so, als hätten die, weiß ich nicht, so Vereinstreffen und würden dann ihre Vereinsagenda besprechen. Also ich übertreibe jetzt, ne? Aber wie organisiert ist das oder ist es, aus den Beispielen, die du vorgetragen hast, wirkt es eher so, einer setzt sich hin und überlegt sich, okay, ich kenne mich aus mit der Infrastruktur der belarussischen Bahn, ich weiß, was die für Betriebssysteme benutzen oder so, ja. Und jetzt weiß ich, wie ich da rankommen kann. Und jemand anders setzt sich vielleicht unabhängig davon hin und kennt sich mit der Kühllogistik von Lebensmittelprodukten aus oder so. Also was mich interessieren würde ist, gibt es da irgendwie eine Abstimmung oder sind diese Leute eher für sich, vielleicht auch zu ihrem eigenen Schutz oder vielleicht würden sie sich auch wünschen, sich besser, also mehr zu organisieren? Ja, ich glaube alles, das ganze Spektrum. Wenn wir es jetzt versuchen, so ein bisschen aufzudröseln, also Cyberpartisans Belarus herausgegriffen, unheimlich organisiert.
Und das meine ich, da haben wir Belege dafür. Das meine ich nicht nur, dass sie organisiert sind, sondern die These, die Gabriella Coleman in den Raum gestellt hat, die sind wirklich, wirklich effizient. Das haben wir als Recherchethese angenommen. Das haben wir verifiziert. Die sprechen miteinander, die kommunizieren miteinander. Es gibt sie nennen das Partisan Telegram, eine Chat-Software, weil sie wohl nicht miteinander sprechen. Also die Stimmen, wenn dann, verzerrt. Aber die Idee ist, dass man sich austauscht, indem man schreibt miteinander. Wir wissen von Juliana, das ist diese Fußnote, sie sagt mittlerweile 70 Personen, die in Belarus sind, aber auch über den Erdball verstreut. Deswegen müssen die eine Plattform finden. Die haben sie sich gebaut, die jetzt auch auf, also die Art und Weise, wie das gebaut ist, sieht man auch auf GitHub, das haben sie öffentlich gemacht. Und ich meine, und das ist auch mittlerweile, oder es wird jetzt öffentlich durch uns, Aktivistinnen aus dem Iran haben angefragt, ob sie denn die Technologie dahinter nehmen könnten und es ins Persische übersetzen können. Das machen sie auch. Das passiert jetzt gerade. Also wir haben die wirken nicht nur so, wo wir mittlerweile, also sie wirkten sehr organisiert, sie sind's. Dann haben wir Roman als Beispiel, Mitgründer von Stand for Ukraine, organisiert. Machen die auch keinen Hehl draus, wird auch als solches auf ihrer Webseite kommuniziert. Man sieht die Art und Weise, wie sie arbeiten, das ist abgesprochen. Die haben ein Corporate Identity, also ein Design, eine Ästhetik, die auch wunderbar auf Instagram funktioniert. Die haben sie sich erschaffen, also ihre eigene Kommunikationswelt, und die funktioniert. Dann gibt es Personen wie Olena und Pavel, die für sich dann anschließen, sich engagieren, wo wir dann natürlich auch so Diskussionen geführt haben, so, über welchen Rechner machten ihr das? Über welche Server läuft das dann? Wo wir wissen, weil wir das einsehen konnten, dass die Arbeitgeber sich dann mal zu Wort gemeldet haben, gesagt haben, also, ist ja gut und schön, dass ihr unseren Server nutzt, aber hey, wir wissen nicht, was das bedeutet, also überlegt euch doch nochmal was. Dann kommt Amazon ins Spiel, AWS, ne? Also die Personen gibt es auch, bis hin zu einer Person, mit der ich gesprochen habe, die ich kontaktiert habe über einen Discord-Channel, mit der ich dann telefoniert habe, wo sich dann herausstellt, die Person hat sich ich habe sie als weiblich gelesen, in der Art der Kommunikation, in der Art der Namenswahl, aber auch das Bild, das die Person ausgewählt hat, und dann hatte ich auf einmal einen jungen Mann am Telefon, der auf dem Pausenplatz mit mir telefoniert hat. Und das glaube ich auch, weil ich die Schulglocke gehört habe und deswegen das Gespräch abgebrochen wurde. Also nicht abgebrochen, wir haben das Gespräch beendet, weil er meinte, der muss jetzt zurück in die Schule. Also auch wieder eine Person, die unheimlich, also die irgendwelche Skills hat, um sich da in einer Form dran zu beteiligen, aber keinen Anschluss hat an jetzt einen so einen Verein, der sich dann auch so jeden Samstag zum Stammtisch trifft. Ja. Wir haben so ein bisschen Einblick bekommen in die alte, also in die überalte Annans, ehemalige Annans, die uns doch auch schon erzählt haben, wie sie sich organisiert haben. Also auch da gibt es irgendwo ein Niveau. Aber was wir auch haben, und das wird auch vorkommen im Podcast, ist Personen, die einfach dieses Label auf einen Facebook-Account packen, auf einen Twitter-Account packen, weil eben jeder kann anonymous sein. Und dann steht auf einmal mein Kollege Serafin in Birmingham vor einer Haustür und stellt fest, da ging es jemandem ums Geld. Da hat jemand versucht, mit dem Namen anonymous Spenden einzutreiben, und es hat nicht funktioniert. Wir sind draufgekommen. Also auch das geht. Und dann heißt es eben, jeder kann anonymous sein. Ja, ich glaube, für eine Frage haben wir noch Zeit. Genau, hallo. Ja. Hallo. Das ist ja genau, das ist ja so ein Muster, dass Menschen da einfach mitmachen können und sich dieses Design irgendwie geben können. Hast du bei deiner Recherche irgendwie mitbekommen, die müssen ja einander irgendwie vertrauen, um irgendwelche Aktionen zu starten und auch zu glauben, dass die Angaben, die sie da machen, irgendwie am richtigen Platz landen und nicht ausgehorcht werden. Hast du da irgendwie so grundsätzliche Muster erkannt, wie sie dieses Vertrauen herstellen, was ja dann auch wichtig ist? Also Vertrauen war mit vielen Personen auch, das haben wir damit, immer als das Weicheste ist, ne? Wie schafft man denn Vertrauen? Ab wann gilt man denn vertrauenswürdig? Haben wir auch mit vielen drüber gesprochen, auch mit den Cyberpartisans Belarus, dann sind wir wieder bei der Organisation, die wahnsinnig gut organisiert ist, die haben wir einen Vetting-Prozess.
haben sie uns mitgegeben. Also die überprüfen, wer da anklopft bei Ihnen und das im Zweifel über öffentlich zugängliche Informationen. Gleichwohl schließen Sie zumindest für den Moment, das Interview haben wir letzte Woche Mittwoch geführt, schließen Sie alle Hacking-Aktivistinnen, Gruppierungen, kollektive Personen aus, die Sie Russland zuordnen. Egal, auf welcher Seite die Person angibt oder die Personengruppe angibt zu stehen, das machen Sie per se nicht. So, und dann gibt es natürlich Personen, wie eben diese Einzelpersonen, ich nenne es jetzt mal den Schuljungen, der nicht vorkommen wird im Podcast, der Schuljunge, der in Frankreich auf dem Pausenplatz steht und mit mir spricht, der eben in diesem Discord-Channel gelandet ist. Und in diesem Discord-Channel waren ja nicht nur Gleichgesinnte, da waren zig Journalistinnen, bin ich mir sicher, da ist der Sicherheitsapparat unterwegs, weil da am Anfang zumindest war der Kanal offen. Jeder konnte dort rein und mithören. Und dann wird das auch getan. Ja. Also wenn dann darüber berichtet wird, dass da irgendwie 100.000 Leute drin sind, da haben wir immer so einen Witz gemacht, wahrscheinlich sind es 95.000 Journalistinnen, also Agentinnen, Spionen, suchst dir aus. Und der kleinere Teil sind eigentlich die, die sich engagieren. Aber eben keine Kontrolle. Ja. Also es gibt gar keine Zugang. Wer auch im Podcast vorkommt, über sie habe ich jetzt gar nicht gesprochen, ist Maya. Maya ist eine Hackerin aus Luzern, die im vergangenen Frühjahr ein Indictment bekommen hat aus den USA, weil sie der Vorwurf ist, Hacking, was immer das dann auch so genau bedeuten mag, von acht Unternehmen, da ist Intel dabei, ist ein großer Name, da sind aber auch Firmen dabei, die ich vorher noch nie kannte. Sie sagt auch, sie hat das nicht allein gemacht. Da gab es eine Gruppe. Aber es ist ganz schwierig herauszubekommen, wie diese Gruppe funktioniert hat miteinander, wie da die Mechanismen sind und eben auch keine Zugangskontrolle, kein Vetting-Prozess, sondern einfach, wenn man so möchte, ihr Bauchgefühl. Kann ich dieser Person, der ich noch nie begegnet bin, oder vielleicht bin ich ihr auch begegnet, man weiß es ja nicht, kann ich dir trauen oder nicht? Und am Ende hat sie die Entscheidung per Bauchgefühl getroffen. Ja, das ist dann so das in der Mitte. Ja, dann vielen Dank nochmal an Silke Grunwald. Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte.